spricht man Barranquilla richtig aus? Barranquilla. Barranquilla würde man auf Deutsch wahrscheinlich sagen. In Spanisch sagt man Barranquilla. Barranquilla. Das ist sehr amor. Ich war vor 7 Jahren schon als Praktikant hier gewesen und das hat mir echt gut gefallen. Die Stadt hat mich beeindruckt, das ist ein bisschen das Gegenteil von Deutschland und ich habe viele Leute kennengelernt und habe mir gedacht, dass ich eigentlich wieder irgendwann zurückkommen muss. Ich habe es sogar versprochen. Ich wollte unbedingt ins Ausland gehen, ich wollte nach Südamerika, ich wollte nach Kolumbien. Und Barranquilla hat mich aufgrund des Standorts, aufgrund des karibischen Feelings einfach überzeugt. Barranquilla ist aufregend, sonnig, chaotisch, kontrastreich und vielfältig. Am Barranquilla gefällt mir vor allen Dingen das Wetter. Die Sonne scheint hier fast jeden Tag. Als erstes gefällt mir die Nähe zur Küste, dass man nach der Schule noch an den Strand gehen kann, auf einen kurzen Cocktail oder eine Runde zu schwimmen. Und natürlich die Nähe nach Cartagena, nach Santa Marta, in die Sierra Nevada. Man hat so viele Ausflugmöglichkeiten für das Wochenende. Das gefällt mir super. Und das karibische Leben ist manchmal ein bisschen chaotisch, aber es ist sehr energievoll und es macht Spaß, die neue Kultur kennenzulernen. Diese Idee des Karnevals existiert hier in der Kultur eigentlich grundsätzlich vor. Also es ist enorm zu sehen, wie sehr die Leute es genießen, sich zu treffen, gemeinsam eine schöne Zeit zu genießen, zu feiern natürlich. Und das liegt wahrscheinlich auch am Klima und an der Temperatur. Auf jeden Fall hat man einfach das Gefühl, dass hier alles ein gutes Stückchen herzlicher ist. Also der Karneval ist hier in der Stadt wirklich schon komplett existent. Das merkt man das ganze Jahr über, dass die alles ausgerichtet haben auf den Karneval. Hier ist immer was los. Es gibt ganz viel, was täglich Neues passiert. Man muss sich immer wieder auf neue Situationen einstellen. Es ist weniger durchorganisiert als in Deutschland, aber man hat auch ein ganz anderes Verhältnis zu den Schülern. Man ist viel enger an den Schülern dran und es ist teilweise fast ein freundschaftliches Verhältnis, das man hier hat. Was mir außerdem gut gefällt, ist die Zusammenarbeit mit den Kollegen und die Arbeitsbedingungen. Wir haben beispielsweise ganz toll ausgestattete Labore und schöne Sportanlagen und auch über den Karneval hinaus haben wir ein großes kulturelles Angebot. Ich würde der Person raten, aufgeschlossen zu sein, sich auf die neue Kultur einzulassen, neue Erfahrungen zu machen und ja, einfach ganz viel Geduld auch mitbringt, Geduld, um ja, die neuen Eindrücke auch zu verarbeiten, sich hier einzufinden und den Aufenthalt hier auch als einen Lernprozess zu sehen.